Hallo und willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich habe wohl beim letzten Mal, als ich gegen die Harpien gekämpft habe, mein Stahl statt mein Silberschwert benutzt. Das ist natürlich selten dämlich, deswegen hat es auch nicht gut funktioniert. Ich mache das dann nach dieser Quest nochmal richtig mit dem Silberschwert. Ich habe mir das Video jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich glaube euch mal, da mir das in den Kommentaren geschrieben wurde, dass ich das wohl gemacht habe. Das wird zumindest erklären, warum die Harpien auf einmal so schwierig waren. Also, gehen wir jetzt aber erstmal zu den Zwergenkatakomben und besuchen die Körper. Das ist ein neues Gebiet für uns. Hier geht's hinten raus. Sieht auch sehr nett aus. Ich hoffe, wir sind der Aufgabe schon gewachsen. Ich erinnere mich dunkel. Ah, da steht jemand. Grüßen wir doch mal den Elf. Die Elfen. Nehmen vorher noch ein bisschen was mit. So. Jetzt knüpfst du dir also auch Menschen vor, Hexer. Das tue ich schon lange. Die Öffentlichkeit hat davon einfach keine Notiz genommen. Von Foltests Tod hat sie durchaus gehört. Du weißt, dass auf dich eine Belohnung ausgesetzt ist. Ja, ziemlich mickrig für das Risiko. Wir brauchen das Geld aber, Hexer. Waffen, Kontakte, Nahrung, alles kostet. Schick dich Jorvet? Der wird davon nie erfahren. Denkt an den Lohn! Los! Au, ja, danke, dass ich mich noch nicht mal irgendwie ausweichen konnte eben. Ja, ich glaube, ich treffe gar nicht. Ich habe mal versucht mit diesen... Ja, komm, das kann ich vergessen. Das hat eben schon so schlecht angefangen. Ich wollte mal mit diesen Harpienkrallen werfen, aber... Ich bin zu blöd zum Treffen. Ich war mir da nicht so sicher, dass es jetzt sofort zum Kampf kommt. Aber die sind auf unser Kopfgeld aus, deswegen sollten wir uns dann etwas vorbereiten, damit das auch klappt. Das finde ich halt manchmal ein bisschen blöd, dass wenn man dann aus dieser Cutscene rauskommt und dann hat man noch keine Chance irgendwie zu reagieren und dann schlagen drei Leute auf einmal auf einen ein. Das ist schon irgendwie ein sehr schlechter Start. Das könnten wir... Ich lasse mal diesmal die Bombe ausgewählt. Ja, das Quen, wenn ich das jetzt benutze, ist wahrscheinlich wieder nach dem Gespräch weg. Das hilft mir dann nicht so wirklich viel. Ich könnte ein bisschen was auf mein Schwert machen. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig, wenn ich ein bisschen aufpasse, was ich jetzt mache. Ich meine, wirklich viel können wir nicht tun. Aber zumindest bin ich mental darauf vorbereitet, dass ich jetzt angegriffen werde direkt. Alle auf mich einschlagen. Das kann auch später noch hilfreich sein. Die Tränke brauchen ja eine Weile, bis die wieder nachlassen. Und da kommt Geralt auch gleich wieder ins Schwitzen. Das Zeug ist mit Sicherheit nicht angenehm. So, speichern und dann können wir loslegen. Jetzt knüpfst du dir also auch Menschen vor, Hexer. Das tue ich schon lange. Die Öffentlichkeit hat davon einfach keine Notiz genommen. Von Foltests Tod hat sie durchaus gehört. Du weißt, dass auf dich eine Belohnung ausgesetzt ist. Ja, ziemlich mickrig für das Risiko. Wir brauchen das Geld aber. Schick dich Jorvet? Der wird davon nie erfahren. Denkt an den Lohn! Los!
Ich hab sofort E zum Blocken gedrückt. Das wurde nicht registriert, also. Das ist schon ein bisschen blöd. Aufpassen! Der ist nicht ohne! Ah, okay. Ich habe auch die leichten Schläge benutzt, den leichten Angriff. Das war bei ihr nicht sinnvoll bei der Elfin. Mit schweren ging es dann viel besser. Oder stark. Risiko kontrollieren! Versucht nicht, ihn lebendig zu fangen! Aber diese, was die da schmeißen, das ist schon. Das trifft mich in jedem Fall. Gerade ziemlich scheiße. Oder was er schmeißt. Nee, er schmeißt nicht, er schießt mit Pfeilen. Kann ich dich mal irgendwie. Ups, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Der Zwerg, der Elf trifft mich von hier aus nicht. Das ist schon mal gut. Denkt an den Lohn! Los! Ja, ich habe nicht genug Energie. Aufpassen! Der ist nicht ohne! Okay, jetzt ist nur noch der Elf übrig. Ich muss mal einen Moment warten. Ich will da nicht sofort reinrennen. Das kommt nicht gut. Oh, das sind sogar noch zwei. Ach du Schande. Sind aber nicht so resistent wie der Zwerg. Gut. Das müsste es jetzt gewesen sein. Ach, verdammt. Die wollte ich nicht werfen. Puh. Okay, sehr gut. Haben wir doch gerade noch so hingekriegt. Nicht ideal, aber Hauptsache am Leben. Du bist überlastet. Ich sollte mal Sachen verkaufen. Haftbefehl. Sind mal zwei Haftbefehle schon. Ist aber derselbe. Gegen uns halt. Und jetzt muss ich wieder was wegwerfen. Ich habe so viel Zeug. Die schwere Lederhose ist eigentlich auch nicht so teuer. Dann werfe ich die mal weg. Schon sind wir wieder ganz leichtfüßig. Ist doch sonst eine nette Gegend mit den Wasserfällen. Sehr idyllisch. Aber die Ruhe trügt, da müsste gleich wieder irgendwas kommen. Da vorne sehe ich es doch schon anrollen. Ein Neckar und ein Zwerg. Nee, kein Zwerg, der sah nur so zwergig aus. In seiner Montur. Das ist ein kettwenischer Soldat. Ich hätte
bei einer Nilfgaarder gesagt, aber die sind ja diesmal auf unserer Seite. Oder wie auf ihrer, oder... Naja, Geralt ist ja eigentlich immer neutral. Noch einer? Ja. Komm her. Komm. Sehr schön. Krepier! Krepier selbst. Hey, da schießt noch einer. Dich krieg ich auch noch. Noch hast du Chance wegzurennen, jetzt nicht mehr. Zerhackt sie! Oh, ich warte mal, da greifen nämlich jetzt die Necke an. Kommt schon, schnappt ihn euch, ne? Ja, ich muss irgendwie versuchen, hinter ihn zu gelangen. Das Schild ist ein bisschen störend. Ich versohl dir den Hintern! Hol dir den Hintern! Autsch. Ich versohl dir den Hintern! Schöner Konter. Einmal noch das Igni. Nicht hinterm Baum verstecken. Kämpfen wie ein Mann. Au. Okay, dann warten da hinten noch die Neckar. Da müssen wir aber unser Schwert wechseln. Ich denke ausnahmsweise dran und hier ich doch ein bisschen was einsammeln. Catwinsches Schwert, das ist jetzt, das würde uns wieder überlasten, das nehme ich nicht mit. Ich weiß nicht, wie gut das wäre, ich glaube nicht so besonders gut. Hat er vielleicht ein bisschen Geld dabei? Ja. Und ein schwarzes Catwinsches Schwert, ich gucke es mir wenigstens mal an. Oh ja, das ist nämlich gut. Das können wir nehmen statt unserem Stahlschwert. Das bietet sich an. Sehr schön. Das können wir dann auch noch aufwerten. Ich glaube, ich habe noch gerade nichts wirklich Gutes, was ich dafür benutzen möchte. Oder habe ich überhaupt irgendwas für Schwerte? Die Rune des Mondes. Bonuszeichen. Das macht dann... Ich mal guck. Ich gucke erstmal, was ich sonst noch so kriegen kann. Du bist überlastet. Dafür müssen wir jetzt mal alles gerade nach Gewicht sortieren. Hab ich eigentlich irgendwie so ein... Nee, alles? Questrümpel? Alle, genau. Also am schwersten ist das Leder da mit 23, Tuch 29, Eisenerz 1. Tun wir doch mal ein bisschen was von dem Eisenerz weg. Ein bisschen was von dem Tuch, das findet man ja doch recht häufig. Die Harpienkrallen, weiß ich gar nicht. Okay, das sieht schon besser aus. Dann können wir vielleicht wieder mal irgendwas Interessanteres mitnehmen. Und jetzt kommen gleich die Neckar. Sieht so friedlich aus, aber dann buddeln sie sich irgendwo aus. Ihr wart hier doch. Ich kann euch riechen. Oh. Der hat hübsche Sachen bei sich. Können wir verkaufen.
Die Necker haben vor Geralt Angst. Na gut. Können wir nicht einmal da auf die andere Seite? Durchs Wasser. Da haben wir nochmal Schellkraut. Nicht, dass das selten wäre, aber ich nehme es mal mit. Moment. Dahin. Dann gab es auf der anderen Seite jetzt noch so ein... diese Ruine, da konnten wir hochklettern. Hier. Das könnten wir uns vielleicht mal ansehen. Da müsste man irgendwie da hochkommen. Und ansonsten müssten wir halt... aber in die andere Richtung. Ich schaue es mir trotzdem mal gerade an, was es hier gibt. Oder... ach nee, das ist zu hoch. Dann kann man da nur runter. Okay. Wie ging es denn dann? Ah, Moment. Da war so ein Tor. Bin ich durch das Tor gegangen? Den Eisenring nehme ich noch mit. Kann ich den Eisenring bitte? Ja, da. Okay. Ach so, das wäre dann... super. Sowas wie eine Abkürzung gewesen. Na gut, das hat uns jetzt ja nicht viel gebracht. Der Zugang sieht eingestürzt aus. Da kommen wir nicht rein. Aber da... ich habe das Bedürfnis, erneut zu speichern. Und, wo Katakomben sind, sind doch bestimmt Geister. Moment. Haben wir noch Geisteröl? Oder wie das hieß. Wir haben Braunöl, Geisteröl. Nur so mal zur Sicherheit. Zaunrübe. Das hier ist ein Fall für unser Artzeichen. Da kommen wir nämlich durch. Man sieht das daran, dass die Mauer so ein bisschen sehr wackelig aussieht. Licht an. Und da kommen sie, die Geister. Ups. Quen. Oh, das sind drei. Das ist nicht schön. Könnte etwas schwierig werden. Gerade mal ein Stück rauslaufen, sonst werde ich ein bisschen zu sehr bedrängt. Komm mal zu. Die wollen nämlich, glaube ich, nicht so weit raus. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Das könnte jetzt knapp werden. Wir haben beide fast nichts mehr. Ich hab Angst. So knapp. Geralts Lebenszeichen sieht man kaum noch. Speichern. Todesessenzen einsammeln. Ups. Oh nein, 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 nicht noch einer. Man merkt es wahrscheinlich nicht, aber ich winke.
Bei solchen knappen Sachen sehr angespannt. Okay. So, da können wir uns jetzt die Leichen angucken. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.